Ein ganz besonderes Ereignis ist der Grund für dieses Video. Vor wenigen Tagen hat sich im Yellowstone National Park eine Prophezeiung der indigenen Völker dort erfüllt. Natürlich wollte ich euch dieses Ereignis nicht vorenthalten, zumal eine doch ziemlich brisante Situation sich dort zusammenbraut. Das Mysterium im Blick. Wir befinden uns in Helena, Montana. Diese außergewöhnliche Meldung ging in den vergangenen Tagen durch die amerikanischen Medien. Und genau mit dieser gemeldeten Geburt eines seltenen weißen Büffels im Yellowstone-Nationalpark erfüllt sich laut Mitgliedern des Indianerstamms der Lakota eine Prophezeiung, die bessere Zeiten ankündigt. Gleichzeitig warnen sie jedoch eindringlich, dass dies auch ein Zeichen dafür sei, dass mehr zum Schutz der Erde und ihrer Tiere getan werden müsse. Die Geburt dieses Kalbs ist Segen und Warnung zugleich. Wir müssen mehr tun, sagte Häuptling Arvol Looking Horse, der spirituelle Führer der Lakota, Dakota und Nakota Oyate in South Dakota und 19. Hüter der heiligen White Buffalo Calf Woman Pipe and Bundle. Die Geburt des heiligen Kalbs erfolgte, nachdem ein strenger Winter im Jahr 2023 einige tausend Yellowstone-Büffel, auch Bisons genannt, in tiefere Lagen getrieben hatte und dadurch eine Gefahr für die Bevölkerung darstellte. Mehr als 1500 wurden zur Schlachtung geschickt oder an Stämme übergeben, die die Herrschaft über ein Tier zurückerlangen wollten, mit dem ihre Vorfahren jahrtausende lang zusammengelebt hatten. Aaron Broughton aus Kalispell machte mehrere Fotos des Kalbs kurz nach seiner Geburt am 4. Juni im Lamar Valley im nordöstlichen Teil des Parks. Ihre Familie besuchte den Park, als sie inmitten einer Bisonherde auf der anderen Seite des Lamar River etwas wirklich Weißes entdeckte. Während die Bisons die Straße überquerten, kam es zu einem Verkehrsstau, also streckte Mutter Broughton ihre Kamera aus dem Fenster, um mit ihrem Teleobjektiv einen genaueren Blick darauf zu werfen. Ich schaue und da ist dieses weiße Bisonkalb. Und ich war einfach total sprachlos, sagte sie. Nachdem die Herde die Straße verlassen hatte, wendeten die Broughtons ihr Fahrzeug und suchten sich einen Parkplatz. Sie beobachteten das Kalb und seine Mutter 30 bis 45 Minuten lang. Und dann hat sie es von uns weg durch die Weiden geführt, sagte Aaron Broughton. Obwohl die Broughtons an den nächsten beiden Tagen jeweils wiederkamen, sahen sie das weiße Kalb nie wieder. Für die Lakota sei die Geburt eines weißen Büffelkalbs mit schwarzer Nase, schwarzen Augen und schwarzen Hufen vergleichbar mit der Wiederkunft Jesu Christi, sagte Looking Horse. Einer Lakota-Legende zufolge erschien vor etwa 2000 Jahren, als es auf der Welt nur noch Schlechtes gab, die Nahrung knapp wurde und die Bisons verschwanden, die White Buffalo Calf Woman, also die weiße Büffelkalbsfrau bei den Stamm, überreichte einem Stammesmitglied eine Pfeife und ein Bündel, lehrte sie das Beten und sagte, dass man mit der Pfeife Büffel in die Gegend locken könne, um Nahrung zu finden. Als sie ging, verwandelte sie sich in ein weißes Büffelkalb. Und eines Tages, wenn die Zeiten wieder hart sind, sagte Looking Horse in seiner Erzählung der Legende, werde ich zurückkehren und als weißes Büffelkalb mit schwarzer Nase, schwarzen Augen und schwarzen Hufen auf der Erde stehen. Ein ähnliches weißes Büffelkalb sei 1994 in Wisconsin geboren und Miracle genannt worden, sagte er. Troy Heinert, der geschäftsführende Direktor des in South Dakota ansässigen Intertribal Buffalo Council, sagte, das Kalb auf Familie Broughtons Fotos sehe aus wie ein echter weißer Büffel, da es eine schwarze Nase, schwarze Hufe und dunkle Augen habe. Auf den Bildern, die ich gesehen habe, scheint das Kalb diese Merkmale zu haben, sagte Heinert. Der ebenfalls Lakota ist. Ein Albino-Büffel hätte rosafarbene Augen. Für das Yellowstone-Kalb wurde eine Namensgebungszeremonie abgehalten, sagte Looking Horse, wollte den Namen jedoch nicht verraten. Eine Zeremonie zur Feier der Geburt des Kalbs
ist für den 26. Juni im Hauptquartier der Buffalo Field Campaign in West Yellowstone geplant. Aber nicht nur die Lakota sind glücklich über die Geburt dieses wunderschönen Tieres. Auch andere Stämme verehren weiße Büffel. Viele Stämme haben ihre eigene Geschichte darüber, warum der weiße Büffel so wichtig ist, sagte Heinert. Alle Geschichten gehen darauf zurück, dass sie sehr heilig waren. Heinert und mehrere Mitglieder der Buffalo Field Campaign sagen, sie hätten noch nie gehört, dass in Yellowstone, wo es mehrere wilde Herden gibt, ein weißer Büffel geboren wurde. Die Parkbeamten hatten den Büffel noch nicht gesehen und konnten seine Geburt im Park nicht bestätigen. Außerdem gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass zuvor ein weißer Büffel im Park geboren wurde. Jim Matheson, Geschäftsführer der National Bison Association, konnte die Seltenheit des Kalbs nicht beziffern. Soweit ich weiß, hat niemand jemals die Häufigkeit der Geburt weißer Büffel im Laufe der Geschichte verfolgt. Daher bin ich mir nicht sicher, wie wir feststellen können, wie oft das vorkommt. Jedoch scheint es, als wäre es um ein Vielfaches seltener als ein Gewinn in der Lotterie. Neben den Herden dieser Tiere auf öffentlichem Land oder in der Obhut von Naturschutzgruppen besitzen etwa 80 Stämme in den gesamten USA insgesamt mehr als 20.000 Bisons. Diese Zahl ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. In Yellowstone und Umgebung werden fast jeden Winter große Mengen Bisons getötet oder gefangen und ungesiedelt. Dies ist auf eine Vereinbarung zwischen den Behörden des Bundesstaates Montanas und den Yellowstone Nationalparks zurückzuführen, die die Größe der Herden auf etwa 5000 Tiere begrenzt hat. Die Behörden von Yellowstone haben letzte Woche eine etwas größere Population von bis zu 6000 Büffel vorgeschlagen. Eine endgültige Entscheidung wird nächsten Monat erwartet. Doch die Viehzüchter in Montana wehren sich schon lange gegen eine Vergrößerung der Yellowstone-Bestände oder die Übergabe der Tiere an Stämme. Der republikanische Gouverneur Greg Gianforte erklärte, er würde keinen Managementplan unterstützen, dessen Ziel eine Population von mehr als 3000 Yellowstone-Bisons sei. Warum auch immer. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts soll es bis zu 30 Millionen Bisons gegeben haben, die bis 1890 fast komplett ausgerottet wurden. In einem wahren Blutrausch. Erst der Gründung des Naturparks ist es zu verdanken, dass sich die Population dieser majestätischen Tiere so gut erholt hat. Für Heinert ist die Geburt des Kalbs eine Erinnerung daran, dass wir ein gutes Leben führen und unsere Mitmenschen mit Respekt behandeln müssen. Ich hoffe, dass das Kalb in Sicherheit ist und im Yellowstone-Nationalpark ein schönes Leben führen kann, genau dort, wo es sein soll, sagte Heinert. In diesem Zusammenhang hoffen die Lakota auch darauf, dass das Kalb ein gutes Zeichen dafür ist, dass der Ausbruch des Yellowstone-Supervulkans noch in weiter Ferne liegt. Wissenschaftler beobachten seit einiger Zeit das Geschehen unter der Erde des Nationalparks mit Sorge, da die Aktivitäten dort sich mehr und mehr zuspitzen. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte dies weitreichende Folgen haben. Der Ausbruch eines Supervulkans setzt so viel Energie frei wie der Einschlag eines großen Asteroiden. Kurz nach der Eruption würden wahrscheinlich Zehntausende Menschen alleine durch den Regen aus Lava, Gesteinsbrocken und Asche umkommen. Die 800 Grad heiße Lava würde innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fläche rund um den Ausbruch bedecken und alles Leben im weiten Umkreis zerstören. Selbst im 3000 Kilometer entfernten New York City würde Asche die Straßen und Gehwege bedecken, wenn auch nur einige Millimeter dick, und Verkehr und Kommunikation lahmlegen. Doch auch die weltweiten Folgen eines Ausbruchs wären verheerend. Die in die Luft geschleuderten Gase und die Vulkanasche würden sich in der Atmosphäre verteilen und dafür sorgen, dass weniger Sonnenlicht zur Erdoberfläche dringt. Als vor 74.000 Jahren der Supervulkan Toba auf Sumatra ausbrach, kühlte der daran anschließende vulkanische Winter das Weltklima vermutlich um 5 Grad Celsius ab. In Westeuropa wäre es dadurch so kalt wie in Sibirien.
Die Animation zeigt, wie weit sich die Asche in der Atmosphäre verbreiten könnte. So gut wie die gesamte Erdkugel wäre betroffen. Überall würde sich die Asche in der Atmosphäre verbreiten. Erschreckender Gedanke. So ist die Hoffnung der indigenen Völker des Yellowstone, dass das kleine weiße Kalb ein gutes Zeichen sei, dass der große Manitou seine schützende Hand über das Land der Stämme hält. Hoffen wir, sie behalten recht. Na, habt ihr davon schon was gehört oder war dies neu für dich? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich fand diese Meldung so toll, dass ich sie euch unbedingt heute noch vorstellen wollte. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal mit einem Like oder Abo sowie einen Kommentar zu unterstützen, damit ich auch weiterhin im Bereich Prophetien interessante Videos erstellen kann. Denen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig bedacht haben, ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Mein Kanal ist darauf angewiesen, da der Algorithmus von YouTube auf Abos und Likes konditioniert ist und nur so meine Videos auch anderen Zuschauern vorgeschlagen werden. Wie gesagt, auch ein Abo würde mich sehr freuen. Aktiviert am besten auch die Glocke, denn nur so werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein weiteres Video veröffentlicht habe. Ich weiß, ich erwähne das jedes Mal, aber gerade durch eure Mithilfe ist es möglich, auch weiterhin täglich Videos veröffentlichen zu können. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.